Wir sind gemeinsam unterwegs auf einer Reise durch die Bilderwelt. Hallo, ich sitze hier an einem reich gedeckten Tisch mit Sarah Setgast. Und ich mit Rolf Zukowski bei unserem neuen gemeinsamen Buchprojekt Rolfs Liedergeheimnisse. Ich hatte die große Ehre, Rolfs Lieder für mich neu zu entdecken. Und ich glaube, wir haben da was ganz Besonderes geschaffen. Ja, für mich war es eine ganz große Freude, dass das, was ich oft beim Schreiben der Lieder noch fühle und denke, aber nicht ausdrücken kann, von dir jetzt so freigekitzelt wurde. Das, was jetzt Rolf euch zum Beispiel zeigt, das ist ja eine Collage-Technik. Also jede Figur, die ihr hier seht, habe ich vorher gezeichnet und dann mit einem Skalpell ausgeschnitten und dann wieder übereinander gelegt und neu interpretiert und neu zusammengefügt. Aber das Skalpell hast du jetzt nicht Nee. genommen. Okay. Die Geschichte dahinter ist ja eigentlich, dass wir mit euch in den Tag starten und die Sonne geht auf und wir beginnen gemeinsam den Tag und sind dann unterwegs mit unserer Liederreise mit Ja. Rolf und erleben da so manche Geschichte und merken halt auch, dass leider, das ist ja auch immer wieder Thema in meinen Büchern, die Menschen manchmal nicht so gut mit der Natur zum Nein, Beispiel also umgehen. hier ist zum Beispiel die Reise des Wassertropfens, der guten Grund hat, sauer zu sein, weil er in der Welt der Menschen nicht nur Schönes erlebt, ne? Also was hier so auf dem Tisch liegt, ist natürlich noch unorganisiert. Aber es gibt eine Liederreihenfolge, es sind 12 Lieder, von uns gemeinsam ausgesucht. Ja. Es wird sie natürlich auch zu hören geben auf einer CD, die extra und super interessant verpackt ist, mit dem Buch zusammen. Ja. Oder auch, wenn man das heute lieber möchte, digital übers Internet. Es wird eine App geben, die auch eine gewisse Struktur des Buches schon ahnen lässt. Aber es ist eben nicht einfach ein kleines Büchlein, sondern es ist ein so großes Pappebuch. Pappebuch. Beiß- und speichelsicher, auch für eure Kleinsten. Wir wollten das möglich machen, dass man die Bilder sich nicht nur angucken kann und das Bilderbuch erleben, sondern gleichzeitig hören kann. Also haben wir die Audiopappe entwickelt und wir bringen euch sozusagen die Musik mit dem Buch nach Hause. Ihr nehmt dann einfach euer Smartphone, hält es über die entsprechende Seite mit der Fotofunktion und dann wird sofort Rolfs Musik nach Hause gebracht in euer Wohnzimmer, in eure Küche, in euer Badezimmer und könnt das Buch gemeinsam mit euren Kindern genießen und die Musik hören. Also darauf bin ich wirklich besonders gespannt. Wir waren gestern in einem ganz speziellen Ja. Studio und ihr werdet uns als virtuelle Avatare in diesem Buch sehen. Das wird, glaube ich, Das sensationell. glaube ich auch. Dann kommt nämlich der Rolf auch noch wirklich persönlich zu euch ins Und Wohnzimmer in die Hand. und in die Hand oder auf Ja, euer Buch oder ja, wo auch ja. immer ihr den dann hinstellen wollt. Ja. Am 1. März 2021 kommt Rolfs Liedergeheimnisse zu euch nach Hause. Und es gibt das Buch auch mit einem Ergänzungsbuch, genauso groß wie das Bilderbuch, wo die CD eingebettet ist. Genau. Also die traditionelle CD, immer noch was ganz Feines. Aber man kann das eben über die App, wie auch immer, digital zum Klingen bringen. Genau. Also es ist wirklich eine Kombination, eine Art Hybrid zwischen Tradition und Zukunft. Also was man noch sagen sollte, vielleicht, ihr habt die Möglichkeit bei uns die ersten 2000 Exemplare signiert von Rolf und mir zu erhalten in diesem CD-Paket. Hast du eben 2000 gesagt? Dann muss ich mir zwei Pakete Signierstifte bestellen. Zweimal 100 Stift. Wir machen das, Ja, wir machen schaffen das wir. schon. Ich Ja, schaff das das schon. schon. Ich Wir schaff sind ja das ganz nicht alleine. alleine. Der 1. März, das scheint ja noch weit vorauszuliegen, obwohl die Zeit schneller läuft, als man denkt. Die Jahresuhr steht niemals still. Aber es ist ja Weihnachten zwischendurch und es ist, glaube ich, ein traumhaftes Geschenk. Und damit ihr es verschenken könnt, werden wir Gutscheine anfertigen. Und dann könnt ihr den Gutschein für das signierte Buch von uns beiden signiert verschenken. Dazu müsst ihr es aber vorher bestellen. Wo kann man Genau. es bestellen? Also das könnt ihr bestellen auf Rolfs Internetseite. Sag mal Ja, kurz die Adresse bitte. www.musikfuerdich.de. Oder auf unserer Seite in meinem Shop, die Deutsche Pappenbuchgesellschaft, www.dpg-verlag.de. Wir verlinken euch das auch nochmal alles hier unter der Story. Ja. Also, tschüss. Tschüss, vielen Freut Dank. euch darauf, welche Geheimnisse Sarah gelüftet hat.